knew that this was what I was meant to do. Ich wusste, das war es, was ich tun musste. My choice, it was my destiny. This garden was based on the tarot pack. Now what is the? Die Basis des Gartens ist das Tarot. Was ist das Tarot? Nur ein Kartenspiel? There's a mystery involving these cards. Es gibt ein Geheimnis in diesen Karten. They are linked to the Kabbalah. It's the same alphabet. Sie haben mit der Kabbala zu tun, dasselbe Alphabet. Some people think these cards came from Moses and were brought. Manche meinen, dass Moses die Karten aus Ägypten mitgebracht hat und dass sie das geheime Wissen der ägyptischen Priester enthalten, in Bildern verschlüsselt. Of the knowledge of the Egyptian priests, that they were transmitted pictorially. I identified with one of the cards, the fool. Ich sehe mich selbst in der Karte des Narren. Der Narr geht herum, die Nase in der Luft, auf der Suche nach seiner geistigen Identität. Und das tat ich, als ich diesen Garten baute. Ich wurde geboren als Marie Agnès Fall de Saint-Phal. Und als ich 4 war, begann meine Mutter mich Niki zu rufen, denn sie dachte, dass Marie Agnès nicht zu mir passen würde. Und dabei blieb es. Und als ich mit meinen Schießbildern begann, stand ich vor dem Problem, sollte ich meinen richtigen Namen behalten oder nicht. Und ich beschloss, ihn zu behalten. Schon um meine Familie zu ärgern, die eine sehr alte französische Familie ist und die bis auf die Kreuzzüge zurückgeht. Mein Film Daddy war ein neues Abenteuer. Eines Tages, wenn du groß bist und aus dem Internat kommst, werden wir einen netten jungen Mann für dich finden, der aus einer guten Familie kommt. Du wirst dich in ihn verlieben und wirst ihn heiraten. In dieser Kapelle. Lass dich niemals heiraten. Das wäre das Schlimmste, was dir in deinem Leben jemals passieren könnte. Dann wirst du mit ihm zusammen leben in einem Schloss wie dem unseren.
Und sie wollen immer nur das eine, weißt du? Und das können wir besser alleine. Und du wirst viele Kinder haben und einen Sohn natürlich. Er erlaubt sich alles. Er flirtet mit allen. Sogar mit meinen besten Freundinnen. Ja, und vielleicht trägt er sogar meinen Namen. Ja, und du wirst ihm immer treu und ergeben sein. Es wäre besser, wenn du eine nette Freundin für dich finden würdest. Making the film Daddy has been a fascinating experience. Es war ein faszinierendes Experiment. Daddy ist teils autobiografisch, teils Fantasie. The story of a little girl who's in love with her father. Die Liebesgeschichte zwischen einem kleinen Mädchen und ihrem Vater. Eine sehr zweideutige Situation. Ist es nur die Fantasie des kleinen Mädchens oder verführt der Vater es wirklich? Daddy, was für ein Monster du warst. Dreh dich dreimal im Kreis und versuch mich zu fangen. Daddy, was willst du? Ich möchte laut schreien. Sag nichts, Mami. Sag nichts, Mami. The film did not help me. I actually had done it as trying to remember. But somehow, ich machte diesen Film, um mich zu erinnern. Aber es half mir psychologisch nichts. Trotzdem machte ich ihn fertig und endete mit einem Nervenzusammenbruch. Der Film ist ein Angriff auf das Patriarchat, auf die Macht des Mannes. Mutter und Tochter verbünden sich, um ihn zu strafen. Es ist ein Racheakt. It's a revenge. Come on, Daddy. Don't worry. If you can't make it, you can always buy it. God. Auf Wiedersehen, Daddy. Es tut mir wirklich leid, dass ein so prächtiger Mann von uns geht. Aber du musstest gehen, Daddy. Ich möchte allerdings nicht, dass du alles zu persönlich nimmst. Persönlich hatte ich nichts gegen dich, Daddy. Ein bisschen mehr oder weniger bist du genauso eine Farce wie alle anderen Daddys auch. Es ist einfach so, dass das nicht mehr deine Zeit ist, Daddy. Es geht nicht mehr, Daddy. Es hat einfach nicht mehr funktioniert. Deine Sklaven haben sich endlich befreit. Mami, ich habe eine fantastische Nachricht für dich. Endlich, endlich ist Daddy tot. Je suis Jean Tinguely. Et je fais des machines qui ne servent à rien. Ich bin Jean Tinguely. Ich mache Maschinen, die zu nichts Nutze sind. I met Jean. Jean traf ich, als ich 26 war. Er war 31. Oh, regarde, c'est très beau. Oh, il est bien. We were the same generation. Wir waren dieselbe Generation. Ich fühlte mich sofort mit seiner Arbeit verbunden. Ich liebte sein Werk. My problem is creating. Is creating now. Is creating beauty. Is creating something. My problem is creating. Is creating now. Is creating beauty. Is creating something. Is creating something which has. Which has to do with you, which has to do with now, which has to do with bombs and everything exploding in the end of the world.
Bang! Sie war schussbereit. Und ich habe diese Kräfte, über die sie verfügte, diese Schießwut, habe ich dann über mich gehen lassen. Und wir haben dann zusammen, haben wir die ersten Schießbilder so langsam, die Idee war von ihr. Und dann habe ich mitgearbeitet als Hilfstechniker wieder einmal bei der Niki, was ich oft gewesen bin. Die Kameradschaftlichkeit hat sich dann entwickelt. Das ist eine ganze Dimension geworden. Wir sind beide mehr oder weniger an die Nouveau-Réalisten gebunden gewesen. Aber im Großen und Ganzen sind wir also zutiefst befreundet. Und ist ein toller Künstler, ist ein toller Mensch, ein unheimlicher Kämpfer. Die Niki sieht so relativ hübsch aus und man könnte sagen, so ein nettes Mädchen. Halt, halt, das ist natürlich ein Teufelskerl. Driving the truck is Niki Saint-Phal. Den Lastwagen fährt Niki de Saint-Phal, eine Amerikanerin, die jetzt als Künstlerin in Paris lebt. Er findet Überreste unserer Zivilisation und freut sich wie ein Archäologe über seine Entdeckungen aus früherer Zeit. Niki, look, the end of the world. Boom! She came along to help and to translate. Spezielle Teile, die in der Wüste nicht zu finden waren, versuchen sie bei einem Schrotthändler zu kaufen. Look, I have this oldest thing. This and this rails. Can you me give your price? Yeah. We're running $20 for three of them. That's too much. You cannot make a cheap price. That's too much. That's not possible for me. Hör zu, Niki. Sag ihm, $20 sind zu viel für mich. Frag ihn, ob er es billiger machen kann, wenn wir den Schrott nach dem Ende der Welt zurückbringen. Look, Jean says that that's really just too expensive. If he, could you make a cheaper price for him if he brings you back all his junk after he blows up the world? I beg your pardon? Die Schrottkunstwerke werden im Konvoi in die Wüste von Nevada nach Chaka Flak transportiert, wo die Energiekommission unterirdisch Atombomben testet. Die Polizei sorgt dafür, dass das Ende der Welt ordnungsgemäß stattfindet. Photographers and reporters had arrived from Life Magazine, Saturday Evening Post, the local papers, the AP and the UPI, the biggest collection of reporters since they had the atomic bomb tests out here 15 years ago. Es waren mehr Reporter anwesend als beim ersten Atombombentest vor 15 Jahren. Tangley and Niki Saint-Phal were dispersing the homemade plastic bombs he had assembled in his bedroom. And he went from one sculptural element to another, checking and testing. Everybody clear the area. Clear the area, please. Tangley and Niki were the last to clear the area. But finally, the world began to blow up. The artist strode happily in to admire his work. So here I am in Malibu. Hier schieße ich wieder, in Malibu, vor Publikum. Da schoss ich gegen Daddy. Gegen alle Männer. Kleine, große, fette Männer. Meinem Bruder, die Gesellschaft. Ich schoss gegen meine Schule, meine Familie, meine Mutter, gegen alle.
Daddy. Gegen Daddy. Gegen mich selbst. I shot against myself. Gegen die Menschheit. I shot against men. Alle Kritiker waren gegen mich. Nur meine Künstlerfreunde waren meine Fans. Bob Rauschenberg and Jasper Johns, they were all great fans of mine. I had, and they loved shooting. Sie liebten das Schießen. There I am with Ed Keenholz. He was wonderful to me. Er war wunderbar. Er half mir enorm. Wir stritten nur, weil ich mit 12 Gewehren auftreten sollte. Für mich war es egal, mit welchem Gewehr ich schoss. Es war nur ein Instrument für mich. Ich liebte Eddie. Er war ein wunderbarer Bildhauer. Ein wunderbarer Mann. Ich schoss, weil es ein Spaß war und ich mich dabei stark fühlte, wenn ich fasziniert zusah, wie das Bild blutete und starb. Ich schoss für diesen Moment der Magie, der Ekstase. Es war ein Augenblick skorpionhafter Wahrheit. Ich bin ein doppelter Skorpion. Instead of becoming a terrorist, I became a terrorist in art. Statt Terrorist zu werden, wurde ich ein Terrorist der Kunst. The painting is crying. Das Bild schreit. The painting is dead. Das Bild ist tot. Ich habe das Bild getötet. It is reborn. Es ist wiedergeboren. War with no victims. Krieg ohne Opfer. So then at a certain point I decided I had to stop this. Es kam ein Punkt, da musste ich aufhören. Ich war schon süchtig. Aber ich wollte nicht abhängig sein, nicht davon, von keinem Mann, von gar nichts. Es war sehr schwierig. Ich lebte für diese Momente. Ich war wie süchtig. Diejenigen, die in diesem gewaltsamen Kunststil arbeiten, sagen, das Machen sei wichtiger als das Bild selbst. Und dieser Akt des Schaffens lebt mehr und mehr von der Gewalt. Die Künstler sagen, sie spiegeln nur die Zeit, in der sie leben. Perhaps the most important work I did. It combines still the shooting. Vielleicht mein wichtigstes Werk. Es vereint das Schießen mit allen Elementen, die ich später benutzt habe. And look over there. Da sind alle diese Staatsoberhäupter. Und da ist Kennedy. Ich schoss auf ihn, bevor er erschossen wurde. I shot him before he was shot. Ich weiß nicht, ob es eine Warnung war. Jedenfalls habe ich auf alle diese Staatsoberhäupter geschossen. Und darunter alle diese armen Narren, die Opfer der Staatsoberhäupter. Dann kam eine totale Wende in meiner Arbeit, weg von der Wut, hin zum Schmerz. When the rage was gone, there was the pain. Meine Arbeiten hatten sehr viel mit dem Leiden zu tun. In which there is a lot of suffering in these works. And in the pain. Schmerzvoll begann ich, Frauen in ihren verschiedenen Rollen zu gestalten. Die Braut, die Gebärende, die Hure. Ich war auf der Suche. Wer ist die Frau? Wer bin ich? Mr. President, Marilyn Monroe. This wasn't conscious. I never thought I'm doing women's roles. Ich war mir dessen nicht bewusst. Ich merkte es später, es war wie immer. Ich überlege nicht, wenn ich arbeite. Ich arbeite aus dem Gefühl, aus dem Instinkt. Ich tue, was ich muss. Nicht mein Kopf bestimmt meine Arbeit, sondern mein Gefühl. It's my emotions.
In a certain sense it's autobiographical. In einem gewissen Sinn ist es autobiografisch, andererseits wird es übersetzt in etwas anderes. Ein Werk der Kunst. Daddy was just a girl in disguise. Grauenhaft. Aber Daddy, ich verstehe das nicht. Du hast so schöne Autos gemacht, so schöne Raketen und Flugzeuge, so fantastische Kathedralen und Wolkenkratzer, die so hoch sind, dass sie den lieben Gott geradezu aus dem Himmel kratzen. Du hast außerdem so schöne Gewehre gemacht. Die schönsten Gewehre der Welt. Plötzlich war der Schmerz vorüber. Ich stand da und machte Figuren der Freude. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Ich hatte einen neuen Weg eingeschlagen, ein neues Kapitel meines Lebens begonnen. Und das hieß Nanas. And they were very joyous creatures. Sie waren sehr fröhliche Geschöpfe, ganz ohne Schmerz. Sie tanzen in einer Welt aus Musik, aus Klang, aus Freude. Sie waren plötzlich da. Und ich nannte sie Nanas. Ich weiß nicht warum. Mit Emil Zolas Nana hat es nichts zu tun. Ich nannte sie einfach so. They just gave them that name. Sie verherrlichen die Frau. Die vielen Schwangeren glorifizieren die Mutterschaft. Damit begann ich etwas ganz Neues. Einige liebten sie sofort, andere hassten sie. Einige machte ich so groß, dass ein Mann klein neben ihnen war. Der Direktor des modernen Museums in Schweden lud Jan Tingeli und mich ein, eine Riesenfigur in seiner großen Halle zu machen. Jean hatte keine große Lust, aber ich wollte es. Ich überredete Jean. Er sagte, okay, wenn du gehst, komme ich mit. Pontus got another a Swedish artist Utvet.
We did her in 6 weeks. Unvorstellbar. Wir arbeiteten 6 Wochen, Tag und Nacht. And I was brewing like a witch all this glue. Wie eine Hexe kochte ich eine Unmenge Kleister, mit dem wir das Gerüst überzogen. Ich hatte das Modell gemacht. Jean und Ultved führten es aus, mit allem möglichen Material, das ich dann bemalen konnte. Der Direktor, Pontus Hülten, musste auf einen fürchterlichen Skandal gefasst sein, der ihn seinen Job kosten konnte. Aber jemand, der das Ding liebte, schrieb eine sehr gute Kritik. Und so ging alles gut, obwohl es sehr riskant war. Schließlich, zu unserem Erstaunen und Vergnügen, die heidnische Göttin wurde die Göttin von ganz Stockholm. Sie kamen alle mit Kind und Kegel. Es war ein Riesenerfolg. Sie war die größte Hure der Welt. Sie hatte 100.000 Besucher in 3 Monaten. Psychiater schrieben Bücher über sie. Die Geburtenrate stieg in diesem Jahr. Sie wirkte bis in die Träume von jedermann in Stockholm. Da war sie. Die große Göttin Mutter Natur war zurückgekehrt und jeder verehrte sie. Es war eine große, fantastische Erfahrung. Und es war der Beginn unserer großen, monumentalen Zusammenarbeit. Ich heiße Roland Petit. Ich bin Choreograf und Regisseur. Nur Niki de Saint-Phalle zeigt uns symbolisch und sehr humorvoll die Macht der Frauen in unserer Zeit. Sie hat sie Nanas getauft. Das war mein Beitrag zu einem Tanz von Roland Petit. Er hatte Marcel Reis, Jean Tinguely und mich dazu eingeladen. Wir hatten ständig Streit mit ihm. Jean machte einen fabelhaften, sich bewegenden Vorhang. Etwas ganz Neues für Roland Petit. Ich frage mich, ob er den wirklich gemocht hat. Expo 1967 in Canada. Expo 1967 in Kanada. Verschiedene französische Künstler waren eingeladen, Vorschläge für das Dach des französischen Pavillons zu machen. Ein verrücktes Projekt. So this was a crazy project.
And so Jean sent me forward to fight because he thought I was good at it. Jean meinte, ich wäre gut im Kämpfen. Er schickte mich vor. And so anyway they said yes. Sie sagten ja. Als endlich alles auf dem Dach des französischen Pavillons war, war ich schwer krank. Das Polyester hatte meine Lungen verbrannt. Und als ich in Kanada ankam, bei bitterer Kälte, hatte ich 5 Kilo weniger. Die Amerikaner liebten das fantastische Paradies. Sie luden es ins Buffalo Museum ein. Dann war es ein Jahr im Central Park in New York. Das fantastische Paradies war eigentlich ein Liebesspiel zwischen Jean und mir. Seine maskulinen schwarzen Maschinen attackieren meine bunten, heiteren Skulpturen. Es war ein Kampf, ein Liebeskampf. Nana, the Nana is the world of the woman. Well, they're the animals, the world is the human element against the machine. Yeah, but the machine, the machine are something who makes something new. The machine is something important, new. The woman, not. She's fat and sick. She lays down, she does nothing. She's just a fat, big woman. She makes everything. So just what can we do against that? That's why we make machines now. And that's why we're having such problems. That's why human beings are having such problems. We're having problems now. That's good. Männer waren sehr erfinderisch. Sie haben alle diese Maschinen erfunden, das Industriezeitalter. Aber keine Ahnung, wie man die Welt verbessert. How to make the world any better? Everybody's discontented. Nobody has enough to eat. There's complete social injustice. Not too much to eat. Keiner hat genug zu essen. Es herrscht soziale Ungerechtigkeit. Die Nanas können das Problem lösen. In einem neuen Matriarchat. She came 1950 to my studio in Paris. And she saw a relief who was white and black, white forms and black behind, black background. Quite structured. With noises. Huh? And yeah. You told me right away, why you don't put feathers on that? Remember? Mm. And I was very mad about this a lot. Yes, he was furious for you. I was very furious, yes. And then when he wasn't any furious anymore, we saw each other again and we started living together. Maybe. And he put feathers? Yes. And I put feather right away. There's a connection between... Dass ich jetzt in Arizona bin, hat mit dem fantastischen Paradies zu tun. Fantastic paradise and why I'm here. When I was working in that studio in Paris... Als ich in Paris die Nanas machte, hat das Polyester mir sehr schlimm die Lungen verbrannt. Ich war ein paar Monate im Krankenhaus, weil ich gegen das Polyester allergisch bin. As I'm very allergic to polyester, but it's very strange to have the material that one really likes to create with. Ausgerechnet das Material, mit dem ich am liebsten arbeite, ist absolut mein Todfeind. In 1970, I received a letter. 1970 erhielt ich einen Brief vom Bürgermeister von Jerusalem, von Teddy Kollek. Er bat mich, in Jerusalem einen Kinderspielplatz zu machen. So I went to Jerusalem. Als ich nach Jerusalem kam, sollte ich etwas fürs Museum machen. Ich sagte, nein, nur was für Kinder. Am liebsten... In einem armen Viertel, wo die Kinder keinen Platz zum Spielen haben. Damit war man einverstanden. Ich nannte es Golem, wegen der jüdischen Tradition. Aber die Kinder nannten es anders, nannten es das Monster. And every child in Israel has been to see it. They all know it. They don't know my name, but they. Jedes Kind in Israel hat es gesehen. Alle kennen es. Sie kennen meinen Namen nicht, aber sie kennen das Monster. Das ist für mich der größte Erfolg, dass ich Kindern diesen Spaß bereitet habe und dabei anonym geblieben bin. This is a maquette for the city of Hanover. I've been asked to make 3
giant Nanas, which are going to be by the water. Dies ist ein Modell für Nanas, die in Hannover stehen werden. Man hat mich gebeten, drei riesige Nanas zu machen, die am See stehen und die Grünanlage etwas fröhlicher machen sollen. Und sie wird zwei Schwestern haben, die auch 5 Meter hoch sind. Und ich bin sehr glücklich, dass die Nanas nun auch nach Deutschland kommen. Wer befürwortet denn das? Wer kauft die Sache an? Die Stadt. Bezeugen Sie mich etwas, der Professor vor 36 Jahren von der Kunstakademie gejagt. Der hätte gesagt, guck mal die Schafe, die Schweine. Schade. Da findet der dann Freude an. Gut, dass Sie es heute hinstellen können. Na ja, können, man soll es ja ruhig hinstellen, das findet doch keinen Anklang. Bitte Sie. Sollen Sie irgendwo in den Park stellen? Die Jugend kann sich doch an dem kein Vorbild nehmen. Kinder machen ja auch so eine Knetearbeit. Sie hätten lieber ein Kriegerdenkmal, oder? Richtig. Ja, richtig. Richtig. Das wäre vernünftig. Ja. Volksabstimmung, das populär machen in der Zeitung. Dann eine Volksabstimmung darüber. Wenn das nicht hinhaut, dann sollen die Herren, die das hier kaufen, wollen sie auch bezahlen. Wir haben eine verkehrte Regierung. Als nächstes sollte ich einen Spielplatz, genauer ein Spielhaus machen für Kinder von Freunden in Belgien. Ich machte ein Modell wie immer nach Zeichnungen. Dann kam die Ausführung. Jean sah das Modell an und sagte, hier wird geschweißt. Und es sah genau aus wie mein Modell. Es macht ihm großen Spaß, sagte er, weil er in seiner eigenen Arbeit diese Fähigkeit nicht einsetzen könne. Die Technik bestand aus Zusammenschweißen von Draht und Eisen. Zuletzt, wenn der Zement trocken war, kam die Farbe. Die alles verschlingenden Mütter. Das war das Gegenstück zur Nana. Ich arbeite gern in Gegensätzen. Ich fragte mich, wer ist die verschlingende Mutter? Zuerst meinte ich, es wäre meine Mutter. Dann kam ich leider zu dem Schluss, ich bin es vielleicht selbst mit meinen Kindern. I've always been fascinated by food. Essen hat mich immer fasziniert. Ich esse gerne. But aside from that, about the act of eating. Nicht nur Nahrungsaufnahme, auch geistiges Fressen. Metaphysical food. So these two ladies are eating. Diese beiden Ladies fressen. Die eine ein Krokodil, die andere einen Mann. Sie sind bitterböse, sie sind verhärmt, aber sie sind auch komisch. Man kann über sie lachen. And it made me laugh at myself too. And I knew they had a grotesque humor. No one liked these sculptures when they came out. Am Anfang mochte niemand diese Skulpturen. Jean hasste sie. Er warf uns raus in den Regen. Sie sind schrecklich, sagte er. Ich hasse sie. I was going against
Ich widersprach dem Bild, das die Leute von mir hatten. Das habe ich mein ganzes Leben getan. Die Leute wollen das nicht, dass man sich ändert. Sie wollen, dass man bleibt, was sie mögen. Und plötzlich kam etwas ganz Unangenehmes aus mir heraus. Etwas Schreckliches. Etwas, das wir alle in uns haben. Auf die Knie. Ich glaube nicht an Rousseaus Theorie, dass die Menschen gut sind und die Gesellschaft schlecht. Bück dich. Nieder. Nieder. Bell. Wow, wow. Jeder ist verantwortlich. Ich, du, jeder. Ein bisschen lauter. Wow. Lauter. Wow, 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 wow. Wir alle haben einen schrecklichen Heißhunger. Das ist einer der Gründe für die alles verschlingenden Mütter. Ja, jetzt soll er sich aufsetzen und betteln, meine ich. Bettel. Bettel. Ich möchte was zu essen, bitte. Ich möchte was zu essen, bitte. Hier, gib ihm den Rest davon. Hier, komm her. Bell. Wow. Lauter. Wow. Keine Ahnung, wie ich auf den Filmtrip kam. Ich wollte immer schon Regie führen. Ich habe Filme gemacht, auch ohne Geld. Finanzieren konnte ich sie durch Deals mit Sammlern. Künstlerkollegen und andere waren bereit mitzumachen. C'est un dragon? Oui. Il me fait peur. Oh là là, il y a des serpents. Oh, tu vas dormir? Oui. Tu permets que je te coupe la lumière? Allez, bonne nuit. On peut marcher lentement. When Jean helps me to give birth to a monster, like the monster that's here, he's being the mother. Wenn Jean mir hilft, ein Monster wie dieses hier in die Welt zu setzen, dann ist er die Mutter. Denn er führt die Arbeit nach meinem Entwurf aus und ich bin der Mann, weil es meine Idee war. Who is the monster? Wer ist das Monster? Der ganz große, geheimnisvolle, poetische Außenseiter. Es hat immer Hunger. Wen verschlingt es? Mich? Es ist meine zerstörerische, schöpferische Kraft. Es ist mein Unterbewusstsein, mein Über-Ich. Das Monster ist meine ungezähmte Natur. Schrecken, Faszination, Terror. He is my guardian. Es ist mein Beschützer und Bewacher. Es ist überwältigend, mythologisch. Mein Schicksal. My link to fate. Who is the monster? Wer ist das Monster? Du oder ich? In my films, I enjoyed living out. Es macht mir Spaß, in meinen Filmen meine geheimen Fantasien auszuleben. Gnädige Frau, darf ich Sie begrüßen? Und darf ich Sie bitten, fragen, ob wir bei Ihnen auf eine gewisse Gastfreundlichkeit können stoßen? Je vous les appelle. One of them. Ich wäre zum Beispiel gerne Besitzerin eines Bordells. François. So, machen wir mal ein Tänzli. Kommen, machen wir ein Tänzli. And so I made up in my scenario. So schrieb ich eine Bordellszene ins Drehbuch, in der die Armee mein Gast ist. Und ein junges Mädchen von meiner Tochter gespielt beobachtet, was die Männer im Bordell treiben. All these men and how they behave in the brothel. I
really enjoyed it. Es war ein Mordspaß. Ich habe mit allem Möglichen experimentiert, auch mit Filmen, mit allem. Ich brauchte immer etwas Neues, um mich zu begeistern. Ich bin wie ein Kind, das immer ein neues Spielzeug will. Mein Film, Ein Traum länger als die Nacht, zeigt, wie ein junges Mädchen in die Horrorwelt der Erwachsenen eingeführt wird. Das junge Mädchen macht viele schlimme Dinge durch. Es begegnet dem grotesken Stumpfsinn des Krieges. Ich bat Jean, mir diesen Krieg zu machen. Ich erklärte ihm meine Idee. Ich wollte die Lächerlichkeit zeigen, mit der diese dummen Jungen mit ihrer Männlichkeit protzen. Was halt du? Du fragst doch! Hey, nein, nein, der Holzwurm bist du! Was ist das? Was weißt du denn auch nicht, dass ich Sachen bieten kann? Du kannst noch staunen, du! Komm mal an, komm mal, zwing mal das Apparat wieder! Da willst du ein bisschen leben, da kannst du den staunen! Hast du ein Geheimwaffe? Like a drug, films. You get totally involved. There's so many problems. I love problems. Film ist eine Droge. Du wirst in eine Unmenge Probleme verwickelt. Ich liebe Probleme. Es macht Spaß, sie zu lösen. Deshalb war es so aufregend. An einem bestimmten Punkt musste ich mich entscheiden. Niki, du musst aufhören. Entweder Skulpturen oder dies. Ich habe mich für die Bildhauerei entschieden. Und ich glaube, es war gut so. Und als ich 50 war, sagte ich mir, jetzt oder nie, jetzt muss ich anfangen. Freunde gaben mir das Land in der Toskana, alles andere musste ich selbst bezahlen. Ich hatte wenig Geld. Als Künstler verdiente ich zwar ganz gut, aber um solch ein Projekt zu machen... Zunächst dieser Drahtverhau. Der sah schön aus. Im grauen Zement, dann sah alles wirklich sehr, sehr traurig und melancholisch aus. Die Leute sagten, oh mein Gott. Mit anderen Augen sah es aber auch sehr romantisch aus. But it looked very romantic too. But a totally other look. Then came the color. Dann kam die Farbe. But to me, somehow, each phase. Für mich ist jede Phase der Weg zur nächsten. Jetzt fühle ich, dass in der fröhlichen Buntheit die Melancholie eingefangen, umhüllt ist.
it has been covered. Pensato che tu puoi iniziare la giustizia che con il nero e il bianco. How can I finance this? Wie sollte ich das finanzieren? Mit vielen Editionen? Plötzlich kam das Angebot, ein Parfum zu machen. Das war meine Riesenchance für den Garten, ein großes Glück, weil ich völlig unabhängig war. Ich war mein eigener Herr. Ich finanzierte mich selbst. Das ist natürlich eine Pionierfigur. Sie ist ein sehr tapferer Mensch. Das ist überhaupt die größte Bildhauerin, die wir haben. Im Sinne, dass sie eine Bildhauerin ist und nicht einfach nur als Bildhauer. Sie hat etwas getan. Sie hat eine Monumentalität entwickelt, die menschennah bezogen ist, also menschlich nah bleibt, aber rücksichtslos groß ist. What was going to be a small garden ended up being huge. Was ein kleiner Garten werden sollte, endete riesig. Und so brauchte ich Leute, die mir halfen. Ich musste Einheimische finden, die all die Arbeiten in Keramik und so weiter machten. Che lavorone questo albero, no? Ha visto tanto diverso cambiamento. Sì. Sì, va bene. Eccole. Molto bello. Sì. Molto bene, sì. Allora, io prendo questo. Cominciamo con quello. Penso che 15. Sì. Sì, sì, sì. And to my great amazement. Ich war sehr überrascht. Ich weiß nicht, ob es Vererbung oder Überlieferung ist. Jedenfalls war einer von drei Italienern, die ich für den Job ausprobierte, unglaublich gut. Amazingly good. So it means that most of them are spending their life. Die meisten von ihnen verbringen ihr Leben mit idiotischen Jobs, obwohl sie diese großen Naturtalente haben. Sie könnten sofort ihren Beruf aufgeben und großartige Kunsthandwerker werden. Einige sind von Anfang an dabei. Einer war Elektriker, einer Maurer, ein anderer Briefträger. Sie haben außergewöhnliche Fähigkeiten. They have an extraordinary capacity. Ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, für ein gemeinsames Ziel etwas Schönes zu schaffen. Ich sagte ihnen, es ist auch euer Garten, wir machen ihn zusammen, denn ohne euch könnte ich es gar nicht. Da war ich nun dabei, diesen verrückten Traum zu verwirklichen, im Inneren der Sphinx zu leben, in den Mutterleib zurückzukehren. Ich weiß nicht warum, aber ich wollte im Innern der Mutter leben. Mein Schlafzimmer in der Brust, die Dusche darunter und die Küche in der anderen Brust. Das Problem war, dass für mich selbst überhaupt kein Platz mehr blieb. Ich bin ein sehr privater Mensch, der viel allein sein muss. Aber fatalerweise wollten die Arbeiter auch immer in der Mutter sein. Sie platzten dauernd herein und ich sollte permanent als Mutter zur Verfügung stehen. So they were invading yet all. Und ich sagte, wenn ihr Probleme habt, kommt rein. Like the mother. I said, if you have a problem, come in. Chi prende? Io prendo il tè. Chi prende te? Te? Anche io. I would prepare them tea and coffee like their mothers. Ich machte ihnen Tee und Kaffee wie ihre Mütter. Sono pensando a tutte le probleme che rimangono. Per te. And so here we were, but nevertheless, they were all macho. Sie sind alle Machos. Aber die Mutter akzeptieren sie. Es ist für sie kein Problem, die Befehle einer Frau auszuführen, wenn sie die Mutter ist. Also spielte ich die Rolle der Mutter. And this castle, das ist der Palast des Herrschers. Is a powerful symbol of a. Er ist ein starkes Symbol der männlichen Macht in unserer Gesellschaft. But if you've noticed in the tarot garden. Aber es gibt hier im Tarotgarten viel mehr weibliche Symbole.
This fountain, these women. Diese Brunnen, diese sexy Frauen mit all dem Wasser, sie sind die Geliebten des Herrschers. Sie sind sein Harem. Ich mag sie. I like them. I do love this particular 22 very. Diese 22 ganz unterschiedlichen Säulen sind mir sehr wichtig. Sie erinnern mich an eine mittelalterliche Kirche, wo es in jedem Winkel etwas zu sehen gibt. Ich bin leidenschaftlich von Details besessen, deshalb gibt es bei mir an jedem kleinsten Fleck etwas zum Anschauen. Und man kann auch dahinter sehen und immer wieder etwas Neues entdecken. This is my favorite, one of my favorite ones. I think maybe because it looks like candies. Thousands of candies. I like it when people come and they touch. Ich habe es gern, wenn die Leute diese Säulen hier anfassen, denn das gehört zu dem Garten. Nicht nur sehen, sondern auch berühren und fühlen. The two dragons. Die zwei Drachen. Der eine ist das Innere des anderen. Für mich sind sie Krieger voll Aggressionen und Zerstörungswut. They are like men at war. It's aggression, it's destruction. One of them is bleeding inside. Der eine blutet innerlich, der andere ist ein siegreicher Kämpfer. Er ist eine Art Symbol für unsere eigenen destruktiven Kräfte. Für das, was wir uns dauernd gegenseitig antun. Ah, this one? Hier muss ich noch etwas machen. I think maybe some dark blue, black. I will do finish it with polyester. Vielleicht etwas dunkelblau, etwas schwarz, mit Polyester, damit die Farben gut herauskommen. Ich mache das, wenn ich im Oktober zurück bin. Du wirst eine richtig tolle, sexy Schlange sein, wenn ich mit dir fertig bin. Diese hier erschreckt mich. I hate beetles and cockroaches and spiders. Ich hasse Käfer, Kakerlaken, Spinnen und ich wollte etwas machen, das mich ekelt. This is the creepy crawler column. Dies ist die Säule der Kriecher und Krabbler. I could take on to do a huge garden like this. Schon komisch, ich mache mich an diesem riesigen Garten an eine wirkliche Herkulesarbeit. Aber die kleinste Spinne lässt mich entsetzt aufschreien. Deshalb wollte ich, dass sie hier sind. So mag ich sie. Lieb und ruhig. The dance of the snakes. Der Tanz der Schlangen. The dance of life. Der Tanz des Lebens. Sehr sexy für mich. I like this bit. This is mainly to feel and touch. Dies ist hauptsächlich zum Berühren und Anfassen. This is me as a black lady with a beautiful hat. Das bin ich selbst als schwarze Lady mit einem schönen Hut, den ich mir selbst gemacht habe. And this one with all the skulls is one of my favorite ones because they all. Und diese hier mit all den Totenköpfen ist eine meiner Liebsten, weil sie alle, jedenfalls die meisten, so aussehen, als ging es ihnen hier wirklich gut. This is the favorite one of the visitors. Diese hier haben die Besucher am liebsten. Sie fassen diese Hörner an und glauben, das bringt ihnen Glück. Ich bin sicher, es stimmt. Wenn sie ihre Augen dabei schließen, bringt das ihnen Glück. The wheel of life. Das Rad des Lebens. Another black nana. How many black people have I made? Noch eine schwarze Nana. Wie viele Schwarze habe ich gemacht? Hunderte. Warum nur?
Ich identifiziere mich mit allen Außenseitern, die irgendwie von der Gesellschaft verfolgt werden. Und wenn ich eine schwarze Person zeige, dann bin ich das. Sehr wichtig für den Garten sind die Spiegel. The mirrors had a quality of rejecting all kinds of bad influences. Die Spiegel weisen alles Schlechte zurück. So I was so thrilled. Ich war begeistert von der Wirkung der Spiegel. Sie wurden ein Leitmotiv. I love the way it reflected the trees. Wunderbar, wie sie die Bäume, die Natur, das Licht reflektieren, alles in magischer Bewegung. Alle Skulpturen werden durch die Spiegel lebendig, in den verschiedensten Farben und Lichtern. And so it became really one of the three main materials, the other two being ceramics and glass. I knew that this is what I was born to do, what I was meant to do. Für diesen Garten bin ich geboren, bin ich bestimmt. Ein Garten der Freude, auch für Kinder, zu meditieren. Eine Verbindung von Kunst und Natur. I like this spot here of the garden. Ich liebe diesen Platz hier. Ich sehe alles. Ich sehe die Herrscherin, ich sehe die Zypressen. I can see the cypresses. And I can see the nuclear plant, which was closed down. Und ich kann das Atomkraftwerk sehen, das eingestellt wurde. Der Magier richtet seine Hand gegen das Kraftwerk. Ich glaube, er hat Strahlen ausgesandt, um es zu stoppen. Das ist die Hand des Schicksals. Die Italiener haben gegen das Kraftwerk gestimmt. Das Tarot hat gesiegt über die atomare Vernichtung. Wenn man bedenkt, man wollte den Garten schließen, aber wir haben gewonnen. Das Atomkraftwerk wird verschwinden. Der Garten besteht. Seine Kraft ist gewaltig. It's not just my garden. It's the garden of all of those who helped me to make it. Es ist nicht nur mein Garten. Er gehört allen, die mitgeholfen haben. Er musste einfach entstehen. I was the instrument to make this garden. Ich war nur das Instrument. I was forced to make it. I couldn't leave it. I was chained here. Ich war gezwungen, ihn zu machen. Ich konnte dem nicht entkommen. Ich war wie angekettet hier. Ich mag die Gerechtigkeit in ihrer Strenge. I like the justice with its so strict. Und innen Jeans Ungerechtigkeit gefangen in der Gerechtigkeit. Inside of justice. And over there the lovers. Adam and Eve, the choice, the first choice. Hallo! When Jean was very sick, I think it was in 86. Als Jean sehr krank war, ich glaube es war 86, da haben sie ihm das Herz geöffnet. The Russian Orthodox Church in Geneva. And I prayed to the Madonna, I lit candles all over, and I said, if he is cured. Da betete ich zu Madonna und sagte, wenn du ihn heilst, werde ich dir zu Ehren eine Kapelle bauen. Und da ist sie. This is my version
of the icon. Dies ist meine Version einer russischen Ikone. Hier Ricardo, der gestorben ist. Alle meine Freunde, die starben, sind hier in der Kapelle. Ich habe mein Versprechen eingelöst. I like the idea of putting everyone's head. Ich möchte von jedem, der im Garten mitgewirkt hat, ihm zu Ehren seinen Kopf aufstellen, irgendwo hier im Garten. Participated in some way to making this garden what it is today. It is my way of giving homage. This is Robert. Oh, there still are a few more that I must do. Who have I forgotten? Einige muss ich noch machen. Wen habe ich vergessen? I'm afraid, Jean, this ich fürchte, Jean, das sieht dir nicht sehr ähnlich. Ich muss dich noch mal machen. Warum habe ich dir dieses verdammte rote Rad auf die Stirn gemalt? Es sieht so schweizerisch aus. Anyway, I'll make you look good. Don't worry. I must change. So, I'm going to go and decorate you. Ich werde dich etwas schmücken, aber nicht realistisch. Irgendetwas stimmt noch nicht. Try something realistic, as it doesn't. I don't know what went wrong with the mask, but it doesn't look right to me. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Alors ça fait quand même le pôle masculin-féminin qui ajoute au jeu entre nous. Le pôle masculin-féminin qui ajoute au jeu entre nous. C'est bon, je suis d'accord, c'est assez important. Ces deux mondes, le négatif positif. Qui est négatif? Moi. Outside of the Pompidou Center in Paris,
Jean and I. Vor dem Centre Pompidou in Paris haben Jean und ich einen Brunnen gemacht, den Stravinsky-Brunnen. Called the Stravinsky Fountain. It was actually Boulez, the composer. Es war der Komponist Pierre Boulez, der uns den Auftrag gab. Es stimmte ihn immer traurig, wenn er diesen großen Platz überqueren musste, auf dem nichts passierte. Da es der Stravinsky-Platz ist, sollte es mit seiner Musik zu tun haben. Den Feuervogel erkennt man direkt. The Rossignol, you can see direct relationships with the with Stravinsky music. The hat, less. Except that it was turning around maybe at a musical pace. Der Hut bewegt sich nur im Rhythmus der Musik. Es macht mich stolz, dass so viele Kinder da sind, den ganzen Sommer. Sie lieben das. Sie wissen nicht, wer das gemacht hat. Aber was wirklich zählt, sie haben Spaß daran. Nous sommes, disons, tous les deux en contact permanent, mais par un moyen qui va peut-être vous paraître bizarre, c'est on se faxe, justement on est faxable. Et elle me faxe sans arrêt ses problèmes, et moi je lui refaxe les réponses, on se téléphone parallèle, c'est parfait, l'union est complète. Nous avons, je peux vous montrer, j'ai apporté un rouleau là, si tu veux gentil me tenir le micro, pardon. Et, ça, c'est Nicky. Bon, Jean. Hein. Montrez-les à la caméra. Oui, oui. Ça, je pouvais faire un petit film. Là. À un certain moment, il n'y a pas seulement des déclarations catégoriques, sentimentales, il y a parfois des problèmes dans leur apparition. Mais oui. Ah ja, wieder benutzen Sie total modernes und eigentlich ziemlich tristes Material, mit dem Sie Liebes- und Arbeitsbriefe verschicken. Ich stelle fest, wieder einmal sind Liebe und Arbeit total verbunden. Oui, 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 allez-y, allez-y. Le socle de cette sculpture, elle me demande de faire un socle ici, que ça ne va pas comme ça. Et moi, sur ce fax, je vais faire un dessin. Comment je voyais le socle, elle m'a refaxé son OK. Et, vous voyez, les rapports sont intenses. Merci, Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely, pour cette heure que nous avons passée ensemble. Jean Tinguelys Beerdigung fand in den ersten Septembertagen 91 statt. He had planned the whole thing. Er hatte alles geplant, jede Sekunde, sogar die Beerdigungsmusik. The funeral music. Oh.
He told me 2 weeks before he'd had enough. 2 Wochen vorher sagte er mir, er wolle ausruhen. Er habe das Leben satt. And so he really wanted to have a grand goodbye from everybody. Er wollte sich ganz groß von allen verabschieden. Und so geschah es. Es war ein wunderbares Begräbnis. Der Tod, das große Geheimnis des Lebens. Der Tod hat mich immer fasziniert. Ich bin an meinen verschiedenen Krankheiten 5 oder 6 Mal beinahe gestorben. Und dennoch habe ich keine schreckliche Angst vor dem Tod. Für mein Gefühl ist er nur die Fortsetzung des Lebens. Ich glaube an eine große kreative Kraft, die größer ist, als wir uns vorstellen können. Der Kopf. Jetzt hat man ihn Zyklop getauft. Jean Tinguely's big monumental work in the forest of Fontainebleau. Jean Tinguely's großes monumentales Werk im Wald von Fontainebleau. He worked on it for years and years. Er hat jahrelang daran gearbeitet. Jean hat verschiedene andere Künstler eingeladen, an diesem Werk mitzuarbeiten. Mein Beitrag zum Kopf war die Fassade. Wie sie gestalten. And I had trouble deciding how to decorate it. Mirrors. Spiegel. Es gefiel mir, dass sie den Wald reflektierten und immer in Bewegung sind, wie Jeans Skulpturen. And that they would be forever in movement, like Jeans Sculptures. They would show every little leaf, every change of light. Sie geben jedes Blatt, jeden Lichtwechsel wieder. So wurden es Spiegel. Jean sagte immer, sein Werk werde mit ihm sterben, weil keiner der Motoren überleben würde bei der dauernd fortschreitenden Technik. Für mich ist Jean einer der größten Künstler des 20. Jahrhunderts und ich halte es für äußerst wichtig, dass sein Werk überlebt. Dafür habe ich die beiden letzten Jahre gekämpft. Ich musste auch alles finanzieren, was nicht einfach war. Jetzt ist dieses gewaltige Monument der Öffentlichkeit zugänglich. Es lohnt sich für jeden Frankreich-Besucher, sich diese wirklich erstaunliche, überwältigende und aufregende Skulptur anzuschauen. Wir haben oft darüber gesprochen, was passiert, wenn einer von uns stirbt. Wir haben uns gegenseitig versprochen, das Bestmögliche füreinander zu tun. Ich bin stolz und glücklich, dass jetzt ein Museum eröffnet und Jeans Kopf zugänglich wird. Wäre ich als Erster gestorben, er hätte dasselbe für mich getan. Als Jean Tinguely starb, wollte ich etwas ihm zu Ehren machen. Ich machte sein Porträt mit sich drehenden Rädern, was ich vorher nie getan hatte. Vielleicht, weil mir unbewusst die Zusammenarbeit mit ihm sehr fehlte. Das war die Grundlage unserer außergewöhnlichen Beziehung.
die Zusammenarbeit. Diese Zusammenarbeit wollte ich lebendig halten. Ich wollte nicht, dass man die Motoren sieht. Die ganze Technik sollte unsichtbar sein. Sie explodieren. Sterben sie oder werden sie im Moment der Explosion lebendig? Schöpfung oder Zerstörung? Ist das Zusammentreffen Zerstörung? To look back is difficult. It's going to disturb me. Der Blick zurück fällt mir schwer. In Bonn, in the New German Museum, Pontus Hilton organized. In der neuen Bundeskunsthalle in Bonn hat Pontus Hilton eine große Retrospektive organisiert. I'm over 60 now. In Paris, I was asked by the Museum of Modern Art. Das Museum für moderne Kunst bat mich um etwas Bewegtes, wo sonst der Matisse war. So I decided. Das war für mich eine gute Gelegenheit, etwas zu Ehren meines großen Meisters Matisse zu machen. Mit Jean Tinguely habe ich immer gestritten, weil er Matisse nicht mochte. Am Ende hat er ihn geliebt. For me, he was really not only a master of color, a master of subtlety, a master of joy, of mystery. And he had a kind of joy of life, which was very, very important to me as a young artist. Seine geheimnisvolle, farbenfrohe Lebensfreude war für mich als junge Künstlerin sehr wichtig. The simplicity with which he was able to make his statements. Die Schlichtheit seiner Darstellung, die Reinheit seiner Farben, seine Einfachheit waren mir immer ein Ansporn. And so this was an occasion at the Museum of Modern Art to make an homage to the dance. Das war die Gelegenheit, eine Hommage an den Tanz zu machen. Last year I was very sick. Ich war sehr krank letztes Jahr. I went to see an old friend. Ich ging zu einem alten Freund, Dr. Selly, in New York und sagte ihm, dass wir kein Leben mehr immer an der Sauerstoffflasche hängen. Dragging an oxygen bottle around. Er gab mir den Rat, nach San Diego zu gehen. To breathe or not to breathe had become the question. Atmen oder nicht atmen? Das war die Frage. It was my last card. Es war meine letzte Karte. Wenn die nicht stach, Sterbehilfe. And bye-bye. Es war wirklich erstaunlich. Auch die Karten sagten mir, geh nach San Diego. Ich finde mich selbst. Ich weiß, wer ich bin. Mein Kopf ist klar. All diese kleinen, dummen Verrücktheiten verschwinden. In Southern California, I became a sponge. Wie ein Schwamm sog ich das Meer, das Geheimnis der Natur auf. Die Natur gab mir meinen Glauben wieder. I've left the oxygen bottle behind. Die Sauerstoffflasche war vergessen.
Ich laufe, ich atme und fühle das Leben wieder. Auferstehung in La Jolla. Gesundheit, Freude und Lebenslust sind wieder da. What a surprise! Welche Überraschung! Ein atemberaubendes Spektakel. Enormous whales, killer whales. Visions of Jonah and the whale. Jonas und der Wal. Moby Dick. Indian legends. Indianische Mythen kamen mir in den Sinn. The whales radiate tremendous power. Sie strahlen unheimliche Macht, schreckliche, tödliche Kraft aus. The trainers were women. Ihre Trainer sind Frauen. Sexy, good looking. Amazon. Amazonenhaft. Beauty and die Schöne und das Tier. Between them, I saw an intimate, dangerous relationship. Eine intime, gefährliche Beziehung, erregend und sehr erotisch. It's thrilling and very erotic. But there's always a menacing edge. Aber es bleibt immer riskant. Der kleinste Fehler ist tödlich. Vor einigen Jahren, heißt es, wurde einer gefressen. One of them was eaten. Vieles an mir ist amerikanisch. Ich bin zwar ein Weltbürger, ich war 10 Jahre in Italien, ich war überall, aber trotz allem, der amerikanische Teil von mir fühlt sich hier sehr wohl. Nevertheless, I really feel a whole American side to me, where I feel very comfortable. And here I feel that I'm flying into a new life. Ich fühle, wie ich hier in ein neues Leben fliege. The men in my life, those beasts, die Männer in meinem Leben, diese Bestien, waren meine Musen. Das Leiden und meine Rache an ihnen, davon zehrte viele Jahre meine Kunst. Ich danke ihnen. Heute habe ich neue Musen. Today I have new muses. Friendship, Freundschaft, sea, das Meer, stars, und die Sterne. Wind desert, Wüste, space, Weite, Zeit, time, vergangene, time, gegenwärtige, geheimnisvolle, immer wiederkehrende Zeit. Unknown time. Eternal return.